Willkommen zurück, meine verehrten Pokémon-Kartenspieler. Ich begrüße euch zu einem neuen Part von Pokémon TCG 2. Und ja, beim letzten Mal wurden wir ja gnadenlos von Olaf zerstört. Und ich hatte in der Zwischenzeit mir mal ein bisschen die Mühe gemacht und hier gegen jede Person mehrmals gekämpft, um halbwegs vernünftige Karten zu haben. Also es ist nicht so, dass mein Deck jetzt wirklich stark ist, aber es ist zumindest auf dem Punkt, dass ich ein bisschen Consistency habe. Ich habe meinen Feuer-Pokémon ein bisschen reduziert auf Glumanda, Lutexo, Ponyta einmal und Magma. Ich habe ein neues Magma bekommen, das ist ziemlich nice. Und da dachte ich mir, okay, das nehme ich mit rein. Ich wünschte, dass ich die anderen Magmas bekommen würde. Dann hätte ich nämlich tatsächlich sehr starke Consistent-Hitter. Aber die habe ich derzeit noch nicht. Und auf der Seite der Kampf-Pokémon habe ich mich sehr stark auf Machalum und Mashok fokussiert. Und ich habe auch zwei Kleinsteins und ein Georock drin, weil ich denke, dass wir damit auch ganz gut arbeiten könnten. Und ich habe Rihorn jetzt dreimal drin und einmal das Rizeros, das hatte ich glaube ich auch schon vorher. Onix habe ich rausgetan und ja, das sind meine Pokémon, mit denen ich arbeiten möchte. Mir fehlt ein bisschen die Durchschlagskraft, aber dafür haben wir jetzt zweimal Professor Oak und wir haben viermal Bill. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich eine Draw Power, die es in sich hat. Und ich denke, damit können wir erstmal ein gutes Stück arbeiten. Und vielleicht reicht es ja schon, um Olaf zu besiegen. Ich hoffe doch. Oder Jean, wie er hier im Englischen heißt. Und ich würde sagen, wir gehen rein. Bam, 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 bam. Unser Revenge-Arc, los. Lasst ihn uns besiegen. Okay, wir haben keine Feuerenergie zu Beginn, aber es soll nicht zu schlimm sein. Ah, drei Pokémon auf der Gegnerseite. Cointoss bitte. Jawoll. Okay. Weiteres Glumanda ist schon mal ganz gut. Nutzen wir direkt einen Bill und wir bekommen einen Glutexo. Das heißt, wir können schon mal ein bisschen was vorbereiten. Das ist nicht verkehrt. Und dann gehen wir mit einem Scratch rein. Okay, das Onix kann mich paralysieren. Das ist gar nicht gut. Ich würde das Glumanda tatsächlich gerade mit Kampf... Oh, nevermind. Ich würde das Glumanda erstmal vorbereiten. Und dann würde ich Gust of Wind machen und wir holen uns... Das meiste Setup braucht einen Rihorn. Also holen wir uns einen Rihorn aus dem Hintergrund hervor. Und beenden einfach unseren Zug. Und im nächsten Zug können wir ein kampfbereites Glutexo auswendig machen. Ich hoffe, dass unsere Entwicklung das umgehen kann. Ich bin mir gerade nicht sicher. Entwicklung hebt normalerweise auf. Aber ich muss es mal rausfinden, ob es das hier auch tut. Ja, tut's. Wunderbar. Das heißt, wir haben erstmal eine Möglichkeit, um uns zu wehren. Das ist sehr schön. Ah, du hast aber auch ein Glück mit dem Münzwürfen wieder. Das ist wie beim letzten Mal. Er bekommt einfach alles, was er benötigt. So, wir bereiten im Hintergrund schon mal mit Choke vor. Und ja, wir können nicht anders als zu warten. Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch gerade nicht dein Ernst, oder? Okay. Mit Choke ist noch nicht kampfbereit. Das heißt, ich muss jetzt tatsächlich mal einen Zug skippen. Wenn wir schon eine weitere Energie an Machoke hätten, dann hätte ich jetzt mit dem Tausch einfach rausgehen können. Aber so... Oh nein. Okay, du kannst nur Horn Attack. Oh, wir haben auch einen Rihorn gezogen. Das ist nice. Okay, wir kriegen auf jeden Fall das Rhydon im nächsten Zug down. Aber wir verlieren jetzt leider unser Glutexo, was ziemlich fatal ist. Also ich hätte mir echt gewünscht, dass wir das Rihorn vorher besiegt hätten können. Oh, never mind. Na gut. Dann würde ich sogar so weit gehen und... Wait, du hast jetzt gerade 40. Dann bereite ich stattdessen Rihorn vor im Hintergrund. Wechsel in Machoke, mach Karate Chop und boom. Oder Karate Chop, weil es ja japanisch ist, also eigentlich Karate.
Und jetzt ist dieses dämliche Onyx wieder drin, was uns wahrscheinlich direkt paralysieren wird. Oh, doch nicht? Oh, das ist ja mal nett. Du hast jetzt gerade noch 60. Das heißt, wenn wir eine Kampfenergie... Wait. Oh. Ich brauche keine Kampfenergie. Ich kann dir auch eine Feuerenergie geben. Dann machen wir es so, wir geben dir eine Feuerenergie und machen Submission. Und damit ist Onyx direkt tot. Okay. Und wir kriegen den Professor Eich. Das ist sehr gut. Okay, dieses Rihorn kann uns erstmal nicht allzu viel, außer natürlich mal wieder uns davon abhalten anzugreifen, weil natürlich tut's das. Okay, sehr schön, sehr schön. Dann, ja, ich wollte eigentlich nur deine Angriffe checken, ich kann ja eh nicht angreifen. Okay. Folgendes, wir nutzen die Double Energy auf unser Masholo und wir benutzen Professor Eich jetzt, um durchzuziehen. Und wir haben Energy Retrieval und eine ganze Menge Energie. Okay, wir können arbeiten. Wir können auf jeden Fall arbeiten. Mein Gott. Wenn ich halt mindestens einen Karate-Chop reinbekommen hätte, wäre das echt nicht verkehrt gewesen, aber na gut. Ah, dieses Dolmetsch ist gerade ein bisschen lästig. Okay, er hat Knorga im Hintergrund entwickelt. Oh, finally. Gut. Und wir haben direkt unser zweites Machoke. Sehr, sehr, sehr gut. Dann haben wir das nämlich jetzt auch Battle Ready. Das heißt, selbst wenn dieses Machoke jetzt failen sollte, haben wir direkt etwas, womit wir arbeiten können im Anschluss. Komm, nochmal Zahl bitte. Ah, verdammte Axt. Weil dann hätte ich mich einfach Submission machen können und dann wäre das Rihorn weg gewesen. Aber auch nicht so schlimm. Dann können wir im Hintergrund einfach was anderes vorbereiten. Nämlich unser eigenes Rihorn. Und vielleicht ziehen wir ja irgendwann Rizza raus. Das ist gar nicht cool. Okay, wir kommen durch. Das heißt, der Kill ist der ist garantiert. Wir bekommen Bill und ein Georock. Das kann ich aber leider nicht verwenden. Und dann würde ich jetzt meinen Charmander erstmal ausrüsten. Und wir machen Submission und weg mit dem Rihorn. Okay, wir kriegen noch ein weiteres Rihorn. Das brauche ich auch erstmal nicht einsetzen. Marowak kann erstmal nichts machen. Das ist sehr schön. Ja, dann würde ich weiter meinen Charmander ausrüsten. Ich will halt einen Platz für einen Kleinstein lassen. Deshalb will ich jetzt eigentlich nicht noch einen Rihorn setzen. Oh. Ah, schade. Es wäre lustig gewesen, hättest du jetzt Zahl bekommen. Aber gut, Grabbler können wir glücklicherweise mit einem anderen Machoke, was ich ja im Hintergrund vorbereitet habe, sofort one-shotten. Das heißt, da machen wir uns mal gar keine Gedanken. Wir feuern das Ding direkt ins Jenseits. Und ich würde sagen, eine weitere Fighting-Energie auf Rhyhorn. Submission. Boom, Graveler ist weg. Und damit lässt sich doch ganz gut arbeiten. Und wir haben einen Charmeleon. Jawoll. Jawoll, jetzt können wir arbeiten. Jetzt können wir richtig arbeiten. Okay, Rhyhorn, natürlich kriegst du Kopf. Es ist ja auch nicht anders zu erwarten. Natürlich, natürlich. Und ein weiteres Energy Retrieval. Das ist nice. Wir entwickeln das Glumanda im Hintergrund und geben ihm eine Feuerenergie. Dadurch, dass wir jetzt auch wieder Platz haben, kann ich auch ein weiteres Rihorn im Hintergrund setzen, denke ich. Wir haben ja die Energy Retrievals, das heißt, wir müssen uns nicht mal zu viele Gedanken machen um Energie und Kosten. Ach, come on! Das ist wieder genau dieses Glück, was er auch in dem vorherigen Match hatte. Wo er wirklich nur wegen Münzwürfen gewonnen hat. Okay, ich muss langsam aufpassen. Mein Deck wird langsam ein bisschen dünn. Aber es dürfte nicht so schlimm sein. Ich gebe noch eine Feuerenergie an Charmeleon. Und jetzt heißt es erstmal wieder Turn Passing und Turn Passing und Turn Passing. Natürlich. Natürlich, was auch sonst. Jean, du solltest echt... Nein, Professor Eich kann ich jetzt wirklich nicht mehr aktivieren. Das wird zu gefährlich. Du solltest echt anfangen, irgendwie zu gamblen oder so. Weil mit deinem Glück
Also, da werden die Lottozahlen einfach mal von, was war es, 1 zu 1 Million, die werden auf einmal 1 zu 2 bei dir. Du könntest legitim einfach die ganze Zeit irgendwie im Lotto gewinnen mit deinem Glück. Geben wir Chameleon noch weiter, Feuerenergie. Dann kann ich länger den Flammenwurf spammen. Oh, finally können wir auch mal wieder angreifen. Ist ja wundervoll. Ein weiteres Machoke kann ich aber nicht einsetzen. Und dann würde ich sagen, werfen wir unser Ponita weg für ein bisschen Energie. Ich nehme 2 Fighting Energies. Dann kann ich nämlich im Hintergrund auch Raihorn die letzte Fighting Energie geben. Karate-Schlag macht 30. Dann machen wir Karate-Schlag. Weißt du, dass so 2 Schläge erfordern würde, um das Raihorn zu besiegen? Oh, ich darf sogar nochmal angreifen. Ist ja nett. Und wir können Karate-Schlag auf 50 buffen. Das ist ja umso besser. Ist ja Wahnsinn. Karate-Schlag, Raihorn ist weg. Und wir gönnen uns unsere vorletzte Preiskarte. Und da kommt Tragosso. Tragosso, du hast keine Chance, das zu überleben, wenn du hier drin bleibst. Ja. Das wirst du nicht überleben, weil Submission macht 60. Und Heuler, was er gerade gesetzt hat, das reduziert den Angriff um 20. Das heißt, wir kommen auf 40 und das reicht, um Cubone zu besiegen. Und wir haben es geschafft. Wir haben Jean besiegt. Oh mein Gott. Ich glaub's doch nicht. Wir haben es geschafft. That's indeed power enough to defeat the Grand Masters. Take this, my Grr Number One KO deck. It should prove useful for dueling Grr Number One. Also, take this gift from me. Ja, deine dämliche Münze. Also ich glaube, wenn ich die ausrüste, dann habe ich wahrscheinlich genauso viel Glück wie du. Oh mein Gott. Your luck may change if you switch out your coin for this one. Ja, ich glaube auch. By all means, please use it in your duel against Grr Number One. At the moment, Grr Number One seems to have retreated to the fighting club. Please, Hunters, you're the only hope. Mir ist gerade aufgefallen, er hat uns einfach gar nichts geschenkt, außer die Münze. Wir haben keinen Booster bekommen für diesen wirklich knackigen Kampf. Ist ein bisschen sad. Na gut. Dann gehen wir auch zum Fighting Club direkt. Lightning? Lightning? Da. So. Die ganzen Kanji hier. Wow. I'm Michael, a member of the Fighting Club. Our Clubmaster, Mitch, was defeated by Grr Number One. All of the Fighting Club's guards were also taken by Team Grr. Jessica told me they've done the same at all the other clubs. Now it's impossible for us to fight back against Team Grr. I beg you, please do... Ja, klar. Okay, scheinbar hast du ja doch noch Karten. Na dann, Michael. Lass ein entspanntes kleines Duell miteinander haben. Ist gerade gar nicht so cool. Ich würde mit Machop leaden und hoffen, dass ich auf Bill eine Kampfenergie ziehe. Ping. Er hat Pikachu, okay. Und er kann direkt angreifen, das ist gar nicht cool. Bill, bitte, gib mir eine Kampfenergie. Okay, sehr schön. Und wir haben Magma gezogen, das ist auch sehr gut. Aber mit Low Kick können wir nächsten Zug, wenn er kein weiteres... Wait! Wir haben gewonnen. Oh mein Gott! Ja. Scheinbar hat er seine Kampfschwäche. You're just as strong as I thought. Here, take this! Okay. War wahrscheinlich das kürzeste Duell, was wir bis hatten. Hitmonchan! Jawoll! Das ist ein Ace-Pokémon, wenn wir hier eins gesehen haben. Wir nehmen das Hitmonchan ja sowas von rein ins Deck. Ich wünschte, wir würden Galoppa bekommen, aber ist egal, wir haben Hitmonchan. Das ist eine absolute Ace-Karte. Das kommt rein. Wir kicken Ponita dafür. Wo ist Hitmonchan? Da. Sehr, sehr, sehr schön. Ja. Na, nein. Nicht recorden. Okay, Jessica. Ach nee, du bist nicht Jessica. Headkid. Ja, ich skippe mal die Dialoge, die ich jetzt für nicht so sinnvoll erachte.
klar. Ah, Hitmonlee. Du willst einen Hitmonlee? Nee, das habe ich leider nicht. Würde ich auch nicht so ohne weiteres weggeben. Okay, hier haben wir ihn. Grrr, Nummer 1. What the? You defeated Gene? That is Stonecoin. It's proof of your victory. In that case, I challenge you to a duel. My question is, do you have the courage to fight the great Grrr Number 1? We battle with 6 prize cards. If you manage to beat me, I'll retreat from the fighting club. Just a fair warning though, it's impossible for you to win. Tatsächlich hat er einen starken Vorteil gegen uns, da er Pflanze ist. Und wir haben nicht viele Feuer-Pokémon in unserem Deck. Aber unsere Feuer-Pokémon, also Glumanda und Glutexo, die sind hier natürlich absolut Beast und Magma natürlich. Wir müssen natürlich hoffen, dass wir die auch bekommen. Okay. Wir dürfen als erstes ziehen. Wunderbar. Pikachu Level 5 mit 30 KP. Du hast auch wieder Kampf als Schwäche. Das heißt, wir haben instanten Kill. Und okay, du bist einfach nur Pflanze maskiert, aber du spielst Elektro. Dann habe ich nichts gesagt. Du bist so ein Bait. Aber dieser Bait juckt mich mal überhaupt nicht, weil du einfach komplett keine Chance gegen uns hast. Da ist ja kein Wunder, dass Gene so easy play mit dir hatte. Und Magma direkt hinterher, jawohl. Once during your turn, if you may flip a coin, you may flip a coin. If heads, search your deck for a Pokémon named Magnemite. Okay. Tja, sorry, du kannst deine Niederlage damit leider nicht verhindern. Choose one of your opponent's Pokémon and do 10 damage to it. Oh, wow. Nett. Du hast verloren. Das war ein Witz. Das war ein absoluter Witz. Aber ey, ich will mich nicht beklagen. You're stronger than I thought. You have won against me. Okay, Team Rocket Booster Pack. Die Team Rocket Karten, die fanden wir damals in der Grundschule super, super, super cool. Weil die vom Design her einfach so dark und edgy waren. Die waren aber spielerisch meistens kack. Darkadabra, das ist natürlich interessant. Kabuto. Disponita ist, glaube ich, ja genau, es hat Ember. Wobei, dann ist aber das andere immer noch besser. Wobei, das hier hat 50 KP. Mal schauen. Evoli, okay. Und die Sklumanda, Flametail. Once during your turn before you attack, you may take one Fire Energy attack to this. To one of your other Pokémon and attach it to Charmander. This power can't be used. Ah, das ist eine Wait, das ist eine Poké-Power. Das ist ja cool. Okay, dieses Glumanda ist actually gut. Das nehme ich. Und noch ein Premier-Booster-Pack, okay. Gyarados, stark. Kann ich aber leider nicht verwenden, weil ich nicht genug Wasserenergie habe. Aber Gyarados ist auf jeden Fall ein absolutes Ace-Pokémon. Und ich denke, es wäre vielleicht sogar nicht verkehrt, wenn wir genug Wasser, Energie und Karten haben, auf Gyarados zu gehen. Vulpix, okay, nicht schlecht. Wenn wir Voluna kriegen, ist das absolut Bombe. Ansonsten nicht so viel, was ich gebrauchen kann. And take this. Oh, wir haben das erste Grr-Coin-Piece. Ja, nett, ne? We've got a lot of cards, kid. To take on the illustrious Team Grr. Try to collect all 4 pieces of our coin. If you can manage that, you will be able to travel to Grr Island. However, can you truly collect them all? Das werden wir herausfinden. By the way, Team Grr still has the Clubmaster Mitch held captive. If you'd like him back, find your way over to Grr Island. Okay, nett. Wir packen auf jeden Fall das Glumanda ins Deck. Das Glumanda ist wirklich ein absolutes Biest. Okay. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes tun können. I hear you defeated Grr Number 1. Thank you very much. I promise to protect the fighting club until Mitch returns. I won't stop my training. Nein, wir wollen ihn nochmal besiegen. Okay, ich schaue, ob ich noch schnell ein weiteres Duell finde oder irgendwas, was ich machen kann. Und dann, denke ich, haben wir erstmal genug für heute gesehen. Oh, kann ich mir mit dem Elektro-Club fetzen? Du bist einfach nur ein Young Punk, du hast keinen Namen. Du bist einfach nur ein
Du willst 4 Volteball Level 10 für ein Pikachu Level 16. Ja, irgendwann, wenn ich mal welche hab. Ah, Brandon. Remember me, I'm Brandon, a Lightning Club member. Our club has been taken over by a girl calling herself Grr Number 4. If it wasn't bad enough, Isaac, our clubmaster, is working for her. Ah ja, das war Alex, glaube ich, im Deutschen. Is it possible for you to defeat Grr Number 4, Fantas? After all, you were strong enough to defeat the Grandmasters. Oh, du willst nicht gegen mich spielen? I'm Jennifer, a member of the Lightning Club. I tried to protect my dear Pikachu deck, but now it's gone. Even if I could have a deck without a Pikachu card, I would be happy. Wer bist du? Du bist einfach nur Tall Kid. Und du bist Boy. Okay. Schauen wir mal hier rein. Oh, if it isn't Fantas. I knew you'd come. You want this card? The cards we stole from your bag. I'll bet. Well, too bad. Prepare to be defeated for defying Team Grr. But I'm too lazy to do it myself. Nicholas! Yes, Miss Grr Number 4. Isaac! Go ahead, take care of this chum. Show him the power of our new club. Ja, das Girl hat ihr einfach komplett um den Finger gewickelt. If you manage to defeat these two, I'll take you on myself. I don't like to waste my time with weaklings, you see? Ja, wir werden hier anfangen und dann im nächsten Part das Ganze beenden. The name's Nicholas, I'm a Lightning Club member. As per Grr Number 4's conditions, you must duel me. Are you ready? Yes. Du wirst ja wahrscheinlich mit Elektro arbeiten, das heißt, wir werden hier durchsteamrollen. Ich sehe kein Szenario, in dem du das irgendwie überleben kannst. Okay, ich sehe ein Szenario und das ist, wenn ich nur mit einem Glumanda starte. Aber es ist zumindest das Glumanda, was sofort mit 20 angreifen kann, was nicht so verkehrt ist. Habitak, okay. Habitak ist tatsächlich ein guter Konter gegen uns, weil es eine Gesteinsresistenz hat. Und wir ziehen natürlich nur Gestein. Unsere Pluspower, die heben wir auf. Aber wir können jetzt einfach erstmal schön gemütlich Flammtailen. Und dann können wir im nächsten Zug das Habitak einfach aus dem Leben ballern. Dodo. Oder auch nicht, weil es sich zu Ibitak entwickelt. Und es hat... Okay, 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 okay. Okay, das ist jetzt einfach nur stupid an dem Punkt. Das ist wirklich einfach nur stupid. Komm bitte ein Pokémon. Jawohl, ein Hitmonchan. Nicht unbedingt das Beste, was wir gebrauchen können, aber ein Hitmonchan. Problem an Hitmonchan ist, wir brauchen den Special Punch, um dem Ibitak Schaden zu machen. Das ist gerade ein bisschen blöd. Wir nutzen jetzt die Plus Power, damit wir auf 30 kommen. Bill. Wünsche ich ja auch gerade Bill oder Professor Eich. Ah, verdammte Axt. Jetzt kann ich nicht mal irgendwas machen. Das Gute ist, dass Ibitak natürlich keine Stärke gegen unser Nocturne hat. Aber unser Nocturne ist halt leider absolut nicht zu gebrauchen hier gerade. Also wir sitzen gerade buchstäblich auf dem Trockenen, wir können nichts machen. Drillpack? Au. Au, das ist gemein. Okay, Rihorn. Jetzt können wir zumindest ein bisschen was machen. Wir können Rihorn ausstatten, aber die Sache ist halt, wir sind basically gerade wirklich done goof. Wer hätte gedacht, dass er einfach mit einem verdammten Flugdeck arbeitet? Und ich war noch so cocky und hab gesagt, wir können hier nicht verlieren. Ja, ja. Ja, ja, das war Instant Karma. Das war einfach Instant Karma. Masholu, ja, wow. Ja, ne? Also im Prinzip können wir auch einfach aufgeben. Wir können, glaube ich, gar nicht aufgeben in dem Spiel. Aber wir können ja buchstäblich nichts machen. Naja, zumindest können wir lieren. Dass das Pharaoh uns keinen Schaden machen kann, das ist etwas. Vielleicht wechselst du ja aus, das wäre cool. Na, tust du nicht. Schade. Wir können damit Horn Attack machen, aber das Problem ist, die Resistance sorgt dafür, dass wir 30 Schaden weniger machen. Also machen wir gar nichts. Das bringt uns dann natürlich auch nichts. Was wir aber tun können, ist im Hintergrund unser Machoke aufbauen. Und dann im besten aller Fälle dafür sorgen, dass wir mit Switch dann unser Machoke reinbekommen, bevor unser Rihorn stirbt.
Jawohl, sehr schön. Dann können wir nämlich das Pharaoh besiegen. Okay, Fighting Energie auf Machoke, Rihorn auf die Bank und... Okay, spätestens jetzt muss es auch failen. Ein Drill Pack überleben wir, den zweiten nicht mehr. Und wir haben Graveler, das bringt uns leider gar nichts. Ah, das ist sad. Wir brauchen nur eine weitere Kampfenergie. Können wir die noch ziehen? Okay, wir kriegen noch einen Zug. Danke. Die Coin, die uns Jean hinterlassen hat, also Olaf, die wirkt hier. Okay, darf ich jetzt? Jawoll, jawoll. Zeit für ein Comeback. Machoke, komm rein und ende dieses dämliche Pharaoh. Und wir kriegen jetzt Charmeleon, das ist ein bisschen spät. Ah, Dodo. Pokémon Recall. Take an Evolution Card from your Discard Pile. Okay, er kann sich also seinen Habitat wieder aufbauen im Hintergrund. Das ist gar nicht cool. Fury Attack und du kriegst zweimal Kopf. Das war so klar. Das heißt, mein einziger Weg, wie ich Dodo jetzt damagen kann, ist mit Submission. Und das Problem an Submission, wer hätte es gedacht, ist, dass ich mir selber Schaden mache. Und das ist ein bisschen blöd. In dem Kontext. Oh, da kommt Volteball rein. Ah. Oops, Bark. Hoopspark 20 plus. Das 20 damage plus 10 times the number of Voltorb im Play. Du hast also zwei Voltorbälle im Hintergrund. Ja. Nee. Ah, okay. Es zählt sich selber mit. Oh, das ist stark. Ich meine, du hast nur 30 dafür, aber das ist trotzdem stark. Na gut, den Kill holen wir uns trotzdem. Horn Attack. Und jetzt kommt natürlich das Problem mit dem Sparrow. Was zu einem Pharaoh wird. Oh, Elektroball. Oder auch nicht. Huh. Bill. Feuerenergie und Energieretrieval. Okay. Energieretrieval ist hier natürlich nicht verkehrt. Schmeißen wir Graveler weg und holen uns die beiden Fighting Energies. Problem ist natürlich nur, unsere Pokémon, die wir gerade haben, die taugen nicht. Wir brauchen ein Pokémon, das neutral angreifen kann. Also Glumanda. Ich finde es lustig, wie ich natürlich jetzt genau all die Sachen ziehe, die ich nicht brauche. Und du kannst halt einfach gemütlich weiterpacken. Ein Trank, immerhin, I guess. Ach, come on! Ich frage mich auch, warum er... Achso, er hat vermutlich keine weitere Energie. Geodude, wow. Ich ziehe Geodude, nachdem ich Graveler weggeschmissen habe. Ach, natürlich, der Klassiker. Na gut. Weiter Lieren. Und natürlich nicht. Du bist auch irgendwie in dein eigenes Limbo gerade gefangen. Kann das sein? Machoke, danke für nichts. Brauche ich nicht. Ich habe kein Macholo gerade berat. Okay. Wir können zumindest einen Zug mal 10 Schaden verhindern. Das ist etwas. Wir ziehen endlich Glumanda. Jawoll. Endlich. Okay, das setzen wir jetzt ab im Hintergrund. Und dann wechseln wir auf Glutexo und versuchen, uns irgendwie hier durchzukämpfen. Und jetzt machst du... Was soll denn das jetzt auf einmal? Was war denn das jetzt? Wo kommt das denn auf einmal alles her? Problem ist natürlich, wenn er jetzt auf Pharaoh geht, dann könnten wir das Match verlieren. Na gut, Coinflip. Hat nicht funktioniert, war klar. Und er geht auf Elektroball. Okay, kannst du 30... Ja, du machst 30 Schaden. Gut, hat sich erledigt. Wir haben verloren. Schade.
Ich habe alles gegeben, mich da irgendwie durchzukämpfen, aber es hat nicht funktioniert. Na gut. Die Sache, die ich jetzt weiß, ist, ich will gegen dich mit einem reinen Feuerdeck kämpfen. Und das ist auch, glaube ich, irgendwie offensichtlich wieso. Naja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut.